Die 37 in der Tabak in Dortmund, Teil 2 unserer Berichtswege am Stand der Fifth Avenue Products GmbH. Da fehlt das Training, fällt mir gerade eben ein, aber es macht ja nichts. Kein Problem, wir wissen, über wen wir reden. Treffen wir Martin Schelke. Herr Schelke, Sie sind zuständig hier im Haus für die kleinen Formate. Für die Miniscubanos, richtig. Und die Miniscubanos sind ja nun seit 2008, 2009 richtig auf dem Vormarsch. A, sind die Produkte unheimlich interessant geworden. Mhm. B, ist natürlich auch das Rauchverbot, also die Einschränkungen, die wir als Genussraucher haben, mitunter eine, dafür verantwortlich, dass eine entsprechende Bewegung in diesem Markt auch ist. Im letzten Jahr haben Sie einige Marken auf den Weg gebracht, im Fachhandel platziert. Auch in diesem Jahr war viel Aktivität und wie ich Sie so einschätze, wird noch mehr Aktivität kommen. Was waren dann in diesem Jahr die Highlights der Produkte? Ja, also bis Ende August konnten wir 8% wachsen mit diesem Segment, was, glaube ich, eine sehr gute Zahl ist. In den letzten Jahren seit 2008 durchschnittlich um 5%, da sieht man schon, 8% ist ein strammer Zuwachs. Als besonderes Highlight kann man erwähnen die nationale Einführung der Paragast Series, die wir letztes Jahr eingeführt hatten bei den Casa del Habano, Habano Specialists und Habanos Points. War sehr erfolgreich und wir haben auch große Erwartungen, was das nächste Jahr anlangt. Aber auch die anderen globalen Marken wie Colma, Monte Cristo und Romeo und Giulietta haben schöne Zuwächse. Wir wachsen im Mini- und im Club-Segment, die wir strategisch fokussieren. Also wir sind auch für die Zukunft recht zuversichtlich, kann man sagen. Also gut aufgestellt und zuversichtlich. Mal so eine ganz persönliche Frage an der Stelle. Ist dann der Raucher, der eine Cohiba raucht, auch der Cohiba Mini-Raucher? Oder könnten Sie das irgendwo quantifizieren? Quantifizieren, also empirisch abgesichert haben wir das natürlich nicht, weil unsere Mittel für eine entsprechende Marktforschung fehlen. Aber wir analysieren natürlich auch die Blogs und wir reden viel mit unseren Kunden und auch mit den Endkonsumenten. Wir wissen, dass es eine hohe Dualverwenderschaft gibt. Gerade im Zuge von Rauchverboten bieten ja die Burritos, die Mini und die Club eine kurze Alternative, den sogenannten Short Smoke, über den jeder redet. Aber es gibt natürlich auch exklusive Zigarillo-Raucher und es gibt noch Leute, die die Zigarette und das Zigarillo-Dual verwenden. Insofern sehr heterogen das Ganze. Ja, sind wir doch mal der Ansicht, dass der Zigarettenraucher vielleicht öfter mal zu einer qualifizierten Mini greift. Die Optik der Produkte macht ja auch viel aus. Wenn ich heute in den Fachhandel gehe und also eine schöne Verpackung sehe, dann ist das ja schon auch anziehend. Das ist ja einfach nicht ein Produkt, noch ist das ja zum Glück so. Es ist ein Produkt, was jetzt unbedingt nur über die inneren Werte verkauft wird, sondern auch von der Optik. Natürlich. Der Erfolg unserer Marken, ich habe es schon vorweggenommen, sind natürlich auch die Marken. Wir verkaufen nicht nur Zigarillos, sondern wir verkaufen in erster Linie Marken. Wie wichtig das Design ist, kann man eigentlich ganz schön an unseren Limited Editions sehen. Seit 2008 bringen wir jährlich etwa 2 bis 3 Limited Editions. Kleine Auflage, wie der Name schon sagt, sind in der Regel nach 4, 6 Wochen immer ausverkauft. Die Produkte werden dabei nie verändert. Sie sind genau gleich wie die Standardprodukte. Auch der Preis ist stabil. Da unterscheiden wir uns zu unserer großen Schwester, wo die sogenannten Regionales und Limitadas ja immer andere Produkte auch sind. Bei den Zigarillos ist das nicht so. Wir verkaufen dasselbe Produkt in einer anderen Verpackung, in einem anderen Design und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ja, dann wünschen wir Ihnen den Erfolg auch für das letzte Quartal des Jahres. Gibt es schon Aussichten für 2016? Wir haben jetzt gerade unsere erste Planung abgestimmt mit dem zentralen Marketing in Madrid. Wir haben wieder eine sehr ambitionierte Planung vor der Brust. Wir sind aber sehr zuversichtlich, weil es wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres eine Neueinführung geben. Kann ich nur nicht verraten, was es sein wird. Es wird auf jeden Fall wieder ein völlig neues Produktkonzept sein unter einer globalen Marke im Zigarillo-Bereich. Und jetzt dürfen alle darüber spekulieren, was es sein wird. Das haben wir im letzten Thema nochmal Spannung erzeugt. Genau. Also immer dranbleiben, immer nachhören, immer nachfragen. Und da kommt nächstes Jahr was ganz Tolles. Genau. Vielen Dank. Gerne.